So, da sind wir wieder bei Dragon Quest Builders und ja, beim letzten Mal haben wir ja hier unsere Bewohnerin ein bisschen begrüßt und jetzt heißt es halt, jo, sie unterstützen. Und jetzt komme ich zu ihr nicht hoch, ich glaub's nicht, du bist... Ja, komm, hau mir ab. Du hast bestimmt eine besondere Kraft oder so etwas, wenn es dir gelungen ist, dieses alte Haus so schön herzurichten. Wie hast du das bloß hingekriegt? Was, du besitzt die Macht, neue Dinge zu bauen? Was heißt das, bauen? Troplay, mein Kind, weißt du noch, was ich dir erzählt habe? Die Menschen in diesem Land haben vor langer Zeit jegliche Schaffenskraft verloren. Es ist deine Pflicht, ihnen dabei zu helfen, diese Kraft zurückzuerlangen. Jedenfalls weiß ich es zu schätzen, dass du unser Haus so schön hergerichtet hast. Nur fehlt nur noch ein Licht da drin. Aber ich sehe keine Fackeln weit und breit. Neben deinem Banner der Hoffnung befindet sich ein Steinmetztisch. Du kannst darauf eine Fackel herstellen. Nimm diese Materialien, stell daraus eine Fackel her und zeig dem Mädchen dann die Frucht deiner Arbeit. Oh yeah. Blauer Glibber und abgebrochener Ast. Ja. Ja, komm. Jetzt erklärt sie mir das auch nochmal, obwohl sie ja gar keine Ahnung hat, ne? Hä? Nein. So. Fackel. 5 Stück. Na, komm. Einfach unglaublich. Hey, wo hast du denn die Fackeln gefunden? Du hast sie gar nicht gefunden, du hast sie gebaut? Ach, das meinst du also mit bauen? Du hast hier Sachen aufgesammelt und irgendwie eine Fackel daraus gemacht, richtig? Danke, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden, zumindest teilweise. Hey, meinst du, du könntest daraus etwas bauen, wenn du mehr brauchst? Dann kann ich danach Ausschau halten. Ich habe einen ausgebrochenen Ast bekommen. Mir ist gerade eingefallen, du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Troplay. Troplay? Hä? Was ist das denn für ein Name? Der klingt gar nicht danach, als hättest du irgendwelche besonderen Kräfte. Aber man kann wohl niemanden nach seinem Namen beurteilen, stimmt's? Lass mir das, Troplay. Das wären ja noch diese Fackeln, die du gemacht hast. Wir sollten eine davon im Haus aufstellen. Ein Raum gilt als vollständig, wenn er Wände hat, die 2 Blöcke hoch sind. Eine Tür und eine Lichtquelle, um nach Sonnenuntergang die Dunkelheit draußen zu halten. Drück X, um dein Werk zu platzieren. So. Na, komm. Nee, es sieht doof aus. Nein. Ich darf es nicht oben platzieren, schade. Es sind also keine... Nicht genügend Platz. So. Upsa. 10 Punkte. So. Ah, ja. Na komm. Ich habe jetzt eine Fackel platziert. Oder mehrere. Nein, du sollst mit der reden. Prima, jetzt wo es hell ist, ist der Raum perfekt. Du bist spitze, Troplay. Du hast tatsächlich besondere Kräfte. Kaum zu glauben, dass jemand, der so belämmert aussieht, so viel Talent besitzt. Aber man kann wohl niemanden nach seinem Äußeren beurteilen. Erst nach dem Namen, dann nach dem Äußeren. Hm. Danke jedenfalls, Troplay. Jetzt haben wir ein Zuhause. Ein Raum besteht aus rundherum. Lalalala. Gut, das hatten wir. Hallo, Troplay. Dank dir haben wir ein schönes Haus. Aber fände es noch schöner, wenn wir es zum Schlafen irgendwo bequem machen könnten. Vielleicht könntest du etwas bauen. Troplay, mein Kind, du musst Materialien sammeln, um das Bett aufzubauen. Ja, ich weiß. Ach, komm. Das Bett hatten wir beim letzten Mal auch schon. Das kostet alles Zeit und Geld. Geht es dir gut? Ah. Ich habe jetzt gelernt, ein Bett zu bauen. Und für ein Bett brauche ich... immer. Ich muss den Stein hier wegmachen. Die gehen mir sowas von auf den Geist. Nein. Der sollte eigentlich noch bleiben. Genau so. Strommatte. Habe ich sogar alles da.
Ich soll ja zwei bauen, oder? Genau, ich glaube, ich sollte nämlich zwei bauen. So, da rein. Und, ein simples Schlafzimmer, eine Premiere. Simples Schlafzimmer gelernt. Und sie ist wieder begeistert. Ui, das hast du gebaut, worauf wir schlafen können. Danke, Troplay. Du kannst dich bei Tag und Nacht hier reinlegen in das Bett, sobald die Sonne untergeht und Dunkelheit einbricht, tauchen die mächtigere Monster auf. Wenn es Nacht wird, solltest du in deiner Siedlung zurückkehren, die zur Ruhe betten und bis zum Morgen schlafen. Troplay, mein Kind. Du hast ganz allein herausgefunden, wie man einen Strommatte baut. Wie es scheint, besitzt du mehr als nur die Kraft der Gabe. Okay. Troplay, hallo, Troplay. Hat die Göttin zu dir gesprochen? Ja, das hat eine Hatze. Wie die Zeit vergeht. Okay. Soweit waren wir auch im... Danke. Soweit waren wir auch im Let's Show. Und jetzt könnte man sagen, geht es weiter. Troplay, kann ich dich was fragen? Immer läufst du herum und sammelst Sachen vom Boden auf. Bekommst du gar keinen Hunger? Ah ne, doch, Hunger hatten wir auch noch, stimmt. Na nun, da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Was war nicht mein Magen, der da eben geknurrt hat? Doch, ja, wir müssen noch was zu essen sammeln. Ja, ich hab's vergessen, das war ja auch noch... Ah, sowas müsste eigentlich gleich am Anfang kommen. So. Nein, ach, die Tür geht automatisch zu, vergiss ich auch wieder. Nom, 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 nom. Essen, da sind sie. Na komm, machen wir erstmal den blauen Schleim fertig. Damit 5 Pflaumen habe ich. Viele Pflaumen, ja. Kannst essen. Hurra, danke, Truppel. Ich muss gestehen, ich habe einen Bärenhunger. Hier bitte, die sind für dich. Das ist dein Einteil. Cool. So. Gut, dann haben wir das nächste. Weißt du, Truppler, ich habe nachgedacht. Du läufst herum und schlägst die Bäume, das Gras und all sowas klein. Und aus dem Material, wie du dabei findest, baust du neue Sachen, stimmt's? Es wäre ziemlich praktisch, den ganzen Kram irgendwo zu verstauen. Du nicht? Schließlich wirst du ja bald jede Menge verschiedene Materialien sammeln müssen. Ja, deswegen wäre es nicht schlecht, wenn ich eine Kiste lernen würde, oder? Warum? Nun ja, das ist ein Geheimnis. Trotzdem, solltest du etwas bauen, worin du deine Habe verstauen kannst. Deine Freundin ist klug. Ein Ort, an dem du die Materialien, die du einsammelst, aufheben und sortieren kannst, wäre gewiss nützlich. Kannst du dir vorstellen, wie ein Gegenstand aussehen könnte, der diesen Zweck erfüllt? Ja, ich habe da eine Idee. Eine Truhe. Ja, diese stabile Schatulle besteht aus einer großen, zusammengebundenen Anzahl Zweige. Kann zum Aufbewahren von Gegenständen verwendet werden. Bonuspunkte 50. Okay. So, dann gucken wir mal, wie viel brauchen wir denn dafür? Habe ich sogar schon alles da? Boah, kann ich sogar schon bauen. So. Halt, erstmal soll ich mit ihr reden. Ui, du hast eine Truhe gebaut. Jetzt kannst du all diese Sachen, die du gesammelt hast, da hineinlegen und dann losziehen, um noch mehr zu sammeln. Weißt du, Troplay, ich habe mich schon immer gefragt, was genau ist dieser Welt eigentlich zugestoßen? Angeblich soll ein schrecklich böser Mann uns das Licht gestohlen haben. Und seitdem kämpfen wir alle um unsere Existenz. Jeder achtet nur noch auf sich selbst und niemand hilft seinen Mitmenschen. Ich finde es jedenfalls total öde, so zu leben. Meinst du nicht auch, es wäre schön, wenn wir diese Stadt wieder aufbauen und alle zusammenleben könnten? Wenn du bei mir bist, erscheint mir alles möglich. Wir sollten tun, was wir können, um diese Stadt lebenswert zu machen. Aber dazu werden wir haufenweise Materialien brauchen. Deshalb wollte ich, dass du eine Truhe baust. Prima, dann ist es abgemacht. Wir bauen die größte, besteste Stadt auf der ganzen weiten Welt. Ich werde mir überlegen, was wir dafür brauchen und du wirst es bauen. Ja. Du hilfst mir doch, Troplay, oder? Etwa nicht. Mhm. Ey. Es wird bestimmt eine Heidenarbeit, hieraus eine riesige Stadt zu machen. Kann ich dir irgendwie dabei helfen?
zum Beispiel könnte ich doch versuchen, etwas zu bauen. Das wäre ziemlich hilfreich, nicht wahr? Aber wenn ich Sachen bauen will, werde ich einen Arbeitsraum brauchen. Genau wie den auf dieser Skizze. Truppel, kannst du mir beim Bauen dieses Raums helfen? Bitte, bitte, bitte. Anscheinend wurde Pilli von deinem Beispiel inspiriert und möchte nun selbst etwas bauen. Du kannst Pillis Bauplan auf dem Boden ausbreiten, indem du X drückst. Durch Drücken von Minus kannst du dir den Plan genauer ansehen. Um einen Bauplan zu vollenden, musst du alle erforderlichen Gegenstände, genau wie angezeigt, platzieren. Gib Acht, dass die Räume, die du baust, innerhalb der Grenze deiner Siedlung liegen, sonst erkennen die Bewohner deine Stadt nicht. Als Werkbank könntest du den Steinmetztisch bei der Flagge verwenden. Du musst wahrscheinlich ein bisschen dagegenhauen, bevor du ihn bewegen kannst. Ach, und der Raum braucht eine Tür, durch die man hinein und hinausgehen kann. Und eine Lichtquelle. Aber solche Sachen kannst du aus einfachen Materialien bauen, nicht wahr? Okay, gut, dann gucken wir uns das jetzt mal an. Und eine Strohtür. Okay. So, machen wir jetzt mal, erstmal hier Platz. So, wie weit darf ich denn hier? Ja, es sieht halt ein bisschen komisch aus, ne? Sind wir mal ehrlich. Aber ich glaube, bis hierhin darf ich noch. Das heißt also, bis dahin. Dann bauen wir doch mal. Oh, ich darf außer Luft nichts bauen. Also in der Luft nichts bauen. So, stecken wir jetzt mal hier ab. Ach, komm. Bauen, bauen, bauen und bauen. Und jetzt machen wir jetzt mal alles weg. Ich hätte zwar lieber gerne Steine, aber egal. Gut, nachdem wir das jetzt haben, habe ich, glaube ich, jetzt hier genügend Platz. Um hier zu bauen, hoffe ich. Könnte das hinkommen? Wartet mal. Okay, dann platzieren wir es mal da. Ausbreiten. Nicht genug Platz. Ernsthaft? Ah, ich muss das erst wegmachen. Nicht genug Platz, die Steine. Bauplan betrachten. Erde. Habe ich bisher noch nicht 48, aber egal. Das kann ja jetzt noch kommen. Das funktioniert schon mal gut. So. Nein. So, das kann weg. Wunderbar. Nein. Ich brauche eh die Erde. Na, komm. Bauplan betrachten. Nein, das will ich nicht. Ich will jetzt hier. So. Okay. Gut, das haben wir. Das war jetzt echt ärgerlich. Und jetzt hier so. Nein. Genau so muss es laufen. Also, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch gerade hier wegen der ganzen Steuerung noch
hier dann am besten drehen und so. Und jetzt habe ich echt nur noch einen. Das heißt, muss ich erstmal eh Erde suchen. Und da würde ich sagen, baue ich erstmal das hier gerade ab. Schön auch, dass es hier schön in der Luft hängt. Gut. 8 Stück. So, das sammeln wir auch noch ein. Nein. Na komm. Der ist platziert. Jetzt müssen wir mal gucken, was brauche ich noch auf der Skizze. Eine Truhe. Und noch auf der Skizze brauchen wir ein Lagerfeuer. Eine Feuerquelle. Achso. Jo, ich könnte ja einfach hier reingehen. Habe ich auch. Hatte ich zum Glück noch alles da. Die Feuerquelle. Ah, komm. So. Jetzt nur noch das hier platzieren. So. Oh, jetzt brauche ich noch eine Tür. Wir brauchen jetzt eine Strohtür. Die habe ich sogar auch alles da. Perfekt, oder? Es wird Nacht. Ja, schön. Philis Skizze vervollständigt. So, Philly, was sagst du denn? Hurra, du hast den Arbeitsraum gebaut. Den ich dich gebeten hatte. Danke, Truple. Er sieht genauso aus wie auf meiner Skizze. Die Bewohner deiner Stadt werden dir oft Baupläne geben, um dich bei deiner Aufgabe zu unterstützen. Hast du nicht genug Materialien, um einen Bauplan oder eine andere Bauform umzusetzen, dann suche im Umland danach. Einige Materialien kannst du nur erhalten, indem du ein Monster besiegst, die in der Wildnis ihr Unwesen treiben. So befreist du dieses Gebiet auch aus ihrer Gewalt. Ich werde meinen Arbeitsraum benutzen, um alles Mögliche zu bauen. Wenn ich fertig bin, lege ich meine Werke in die Truhe, damit du dir all die tollen Sachen ansehen kannst, die ich gemacht habe. So, das heißt also, wir haben den Werkraum für Lilly gebaut. Ja, dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhe. Haut rein. Tschüss.